sind. Thank you.
Und so läuft das, wenn man nicht aufnimmt. Das läuft super. Wir haben einen Bogen upgraden können. Und zwar keinen Ring, aber naja. Das war ja irgendwie klar. Den bekommt man nämlich auf Expertenmodus weniger oft zu sehen. Meist ist er beim Shop erhältlich. Wir müssen nur noch mal gucken, was die beiden Altare unten geben. Stein. War gar nicht gebrauchen. Und gucken wir bei dem anderen mal. Schatzkiste, den Arsch. Ein bisschen Gold. Ja, gucken, vielleicht bekommen wir noch irgendwie einen Ring, aber ob er nicht. Dafür müssten wir jetzt noch Kisten finden. Ja, cool, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo ist denn der Baum? Ja, das. So, Kisten wollten wir gucken. Wo haben wir denn hier ein paar Kisten? Super. Kann man natürlich gegenlaufen, ohne durchzukommen. Boah, keine Kisten, bin ich blind. Dann töten wir den jetzt halt auch, egal. So, wir holen uns das Schild. Den neu. Ganz im Bereich. Das. Dann haben wir neu. Dann nehmen sowas von das hier. Jetzt Gold machen. Machen wir Schaden. Richtig genial. Großen Pfeil mit und dann geht's weiter. Jetzt ist nur noch angesagt, Münzen sammeln. Alles andere ist egal. Und wir haben es nach dem ersten Boss bekommen, also ist richtig gut. Brauchen wir nur noch sammeln,
Blödsinn sammeln. Gucken, ob wir an 99 diesmal kommen. Letztes Mal haben wir ja... Oh, das war einer, ne? Ah, zwei. Zwei, okay. Wir kamen ja nur bis 97 Münzen letztes Mal. Was uns 97% mehr Schaden gibt. Oder diesmal so früh bekommen haben. Möglich 99 Münzen bekommen. So. Mal nur gucken, dass wir jetzt auch schön Kisten finden. Ich hab's gehört, aber nicht gesehen. Da hätten wir Kiste. So. Da sind ein paar Münzen. Was war das denn? Ey, cool, wir haben einen Ring eingesammelt. Oder haben wir den gekauft? Ey, ne? Was, noch ein Ring? Nehmen wir kurz vor dem Boss ein und laufen dann hier nochmal hin, holen uns den zweiten. So. Boah, viele Heiltränke, aber wir brauchen Geld. So. 26% mehr Schaden, da geht dann aus. Sobald du die Waffe aufgewertet hast, ohne 100 mal neu würfeln zu müssen, super einfach mit dem Charakter hier. Aber das neu würfeln kostet einen halt immer das Leben. Boah, Alter, wie viele Heiltränke, was geht denn jetzt ab? Zum Glück schießen unsere Pfeile so weit, dass wir nur auf die Karte gucken müssen, wo die Münzen fallen. Wir schießen auch außerhalb des Bildschirms. Na komm, wir können den einsammeln. So viele Heiltränke, wie hier rumliegen. Ah, und nicht wundern, wir haben den, das Upgrade zum automatischen Einsammeln der Samen. Daher müssen wir die nicht explizit einsammeln, sondern können ganz genüsslich hier rumlaufen. Noch ein Ring, was geht jetzt, Alter? Ey, Ringe, sonst kriegst du nicht ein. Wir brauchen Geld. Sehr viel Geld. Einzige, was wir bekommen, sind Heiltränke. Drei Ringe in einer Runde. Oh, Kiste. Baum. Aha, Schatztruhe. Ja,
dann nehmen wir doch die Abklingzeit, wa? Da unten ist eine Münze. So. Jetzt gehen wir hoch zu dem anderen dritten Ring. Ja, da kommt der blöde Boss. Und den heben wir auf für die nächste Runde. Kurz vor dem Finalboss. Da. Wir müssen nur aufpassen, dass der Dödel uns nicht rammt. Oh ne, hat er nicht geschafft. Gut. Geld einsammeln. Oh, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Der gibt uns alles. Oh, den Schrein können wir nicht richtig lesen. Ah, da. Der Pilz hier ist richtig gut. Der gibt uns alles plus. Ah, nehmen wir halt mit. Bleibt uns zwar nichts anderes übrig. Komischerweise, wir haben nicht eine Waffe bekommen. Den Giftschaden erhöhen. Das Gebiet vergrößert sich mit der Zeit. Von mir aus. So. Das haben wir noch nie genommen. Also diese komischen Giftbomben. So, wir müssen jetzt genau nicht rumstehen, sondern Münzen. Wir brauchen Münzen. Oh, Schatztruhe. Da ist eine Münze. Da ist eine Münze. Das Gute ist, man hört die. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sie nicht sieht. Ah, zwei Bäume. Jetzt mal aufpassen. Oh, okay. Also wir machen irgendwie sehr viel Gift auf dem Boden. Echt cool. Abklingzeit von dem komischen Vogel. Münzen. Wir brauchen Münzen. Ich frage mich, ob der Altar jede Runde geht. Also nach jedem Boss. Oder ob der nur einmal im Lauf funktioniert. Und wieder ein Ring. Was ist denn hier los, ey? Ist eine Münze. Irgendwo hier so. Da. Ja, jetzt schießt doch mal auf die Heiler, wäre ja mal sehr freundlich. Na ah, cool, die waren eh vergiftet, also und daher. So. Wir sind auf der Suche nach Kisten, nach alten Holzkisten. Ja gut, mit Münzen läuft jetzt nicht so, aber naja. Immerhin 43% mehr Schaden, nur weil wir Münzen haben. Was zum Henker? Da hat der einfach weitergelebt, was stimmt mit ihm nicht? Jetzt bewegen wir uns Richtung
eng gleich, aber erstmal müssen wir uns noch mal die Münzen schnappen. Liegt nämlich da, liegt noch eine Münze. Auch. Da, da, da. Ja, mach doch mal den Feuerkreis da weg, danke. Da ist eine Münze. Hier irgendwo? Ja. Hier auch. Da. Dann gehen wir jetzt hoch zu dem anderen Ring. Oh, okay. Wir nutzen den einen schon mal. Da ist der andere. Noch 65% mehr Schaden, das ist schon mal gut. Ja, einfach noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe eine Münze gehört. Wo in dem Bereich hier? Ich weiß ja gar nicht, was ist denn? Mehr Schaden machen wir jetzt. Das ist schon mal schön. Also insgesamt 106. Gott. Vielleicht sollte ich auf den Boss gucken, Alter. Wäre mal eine Maßnahme. Ja, lauf doch nicht vor mir weg. Ja, ja, komm. Bild runterprügeln, weil die alte heilt sich. War gar nicht gut. Haut ihr auch noch ab. Und so hat man auch gar nicht ewig viele Fähigkeiten auf dem Boden. Man kann stehen, ruhig gucken, stehen bleiben. Also, ich meine, die Fähigkeiten auf dem Boden sieht man. Und dass wir nicht so viele Fähigkeiten haben, das meine ich. So. Eisapfel. Wir haben das erste Mal Gift verwendet. Also. Funktioniert ja doch. Gut. Dann sehen wir uns dann bei der nächsten Karte. Die heißt. Wir gucken nochmal schnell. Wie heißt die Karte, die morgen kommt? Jotunheim. Wenn wir uns dann auch mal gemeinsam angucken, was in Jotunheim so gibt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.